we're going to South Sac. Heute habe ich unglaublich gruselige und aufrüttelnde Videos, die ich mit euch teilen möchte. Es sind Dashcam- und Überwachungsaufnahmen aus verschiedenen Teilen der Welt. Und ich kann euch schon mal sagen, sie sind außergewöhnlich gruselig. Ein Uber-Fahrer mit dem Namen Albert Castro begab sich auf eine Fahrt, die seine Nerven bis zum Äußersten strapazieren sollten. Was er nicht wusste, war, dass der scheinbar betrunkene Fahrgast Wang eine Welle der Angst und Gefahr auslösen würde. We're going to South Sac. Man. Im Laufe der Reise wurde Wangs Verhalten immer unberechenbarer. In einer schockierenden Wendung der Ereignisse versuchte er, das Lenkrad zu ergreifen, wobei er eine erschreckende Absicht verfolgte. Castro, der verzweifelt versuchte, Menschenleben zu schützen, forderte Wang auf, loszulassen und wies auf die verheerenden Folgen hin, die ihnen drohten. He's grabbing my steering wheel, he won't let go. I tried to beat him off of me and he won't let go. Castro ergriff eine kühne Maßnahme und brachte sein Auto auf der Autobahn zum Stehen, wobei er alles für seine Sicherheit riskierte. Ein aufmerksamer Fahrer in einem benachbarten Auto bemerkte dies und hielt neben ihm an. Besorgt ließen sie sich auf ein wildes Gespräch ein, in dem Castro die erschreckende Wahrheit über seine Situation offenbarte. Sein Fahrgast versuchte, die Kontrolle über das Lenkrad zu erlangen und brachte damit sein Leben und das anderer in Gefahr. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie dieser Mann an einem regnerischen Tag auf der Motorhaube dieses rasenden Autos landen konnte. Einem Nachrichtenbericht zufolge geriet der Mann mit seiner Ex-Frau, die ihn aus dem Auto heraus filmte, wegen eines Grundstücks in Streit. Er hielt das Auto an, in dem seine Ex-Frau saß, aber seine Ex-Frau befahl dem Fahrer, sich den Weg freizuhalten, und so blieb der Mann auf der Motorhaube stecken. Das Auto wurde schließlich nach 20 Kilometern von der Polizei angehalten und sie alle wurden in Gewahrsam genommen. Es ist kaum vorstellbar, wie beängstigend es gewesen sein muss, etwas so Gefährliches zu erleben. Kurz nach 2 Uhr nachts holte Jonathan Carroll, ein Uber-Fahrer, einen Fahrgast in Phoenix im Stadtteil Levine ab. Er ahnte nicht, dass diese Fahrt schnell im Chaos enden würde. Die Spannungen eskalierten, als sich der Streit zwischen Carroll und dem Fahrgast zuspitzte. Der Streit über den Abholort entwickelte sich zu einem hitzigen Schlagabtausch, ein Zeichen für die bevorstehende Gefahr, die ihn erwartete. Die Atmosphäre wurde immer feindseliger, ein Vorgeschmack auf den Albtraum, der sich nun anbahnte. Carroll weigerte sich, weitere Beleidigungen zu dulden und lehnte es ab, den Beifahrer mitzunehmen. Vom Rücksitz aus ließ Jason Ackley, der Beifahrer, jedoch eine Reihe von Hieben auf Carroll los, die alle von der Dashcam aufgezeichnet wurden. Trotz des Übergriffs bewahrte Carroll eine bemerkenswerte Gelassenheit und weigerte sich, sich auf das Niveau des Angreifers herabzulassen. Dieses Dashcam-Video wurde von einem Pickup in Chile aufgenommen. Der Fahrer war gerade auf eine Autobahnrampe aufgefahren und als er weiterfuhr, fing das Auto vor ihm plötzlich an zu bremsen und langsamer zu werden. Schließlich kam das Auto ganz zum Stillstand und in diesem Moment öffneten sich die Türen. Zwei Männer stiegen aus, einer davon hatte eine Waffe, die wie eine Pistole aussah. Zuerst wollte der Fahrer rückwärts fahren, aber hinter ihm war bereits ein Auto, also blieb ihm nichts anderes übrig, als nach vorne zu drängen.
Der Pickup wurde so weit geschoben, dass der Fahrer auf die Autobahn gelangen konnte. Während des Stoßes sieht man die Bremslichter des angreifenden Fahrzeugs, die sich einschalten, aber kaum eine Wirkung auf den Pickup haben. Das Video wurde der Polizei gezeigt, um die Identifizierung der Männer zu erleichtern. Es wurde auch ins Internet gestellt, woraufhin einige Tage später der tatsächliche Besitzer des von den Männern benutzten Fahrzeugs das Auto als sein eigenes erkannte. Es stellte sich heraus, dass das Auto einige Tage vor der Aufnahme dieses Videos gestohlen worden war. Dies veranlasste die Polizei zu der Annahme, dass die Männer auch versuchten, den Pickup zu stehlen. Im Schatten der Stadt wurde ein Uber-Fahrer mit einer erschreckenden Bedrohung konfrontiert. Das virale Video hält die herzzerreißende Begegnung fest, als ein bewaffneter Räuber in das Fahrzeug einsteigt, ohne zu wissen, dass der Fahrer gewillt ist, sich zu wehren. I don't have any money. Stop handing. Where is that right now? Get I don't you. Have right cash. Now. Your digital world, bro. Man, give me a wallet. I don't have it. Give me a wallet. Das Filmmaterial zeigt eine erschütternde Konfrontation zwischen einem Uber-Fahrer und einem bewaffneten Räuber in einer packenden Szene. Mit bemerkenswerter Gelassenheit konfrontiert der Fahrer den Eindringling und fragt ihn, ob er Hilfe braucht. Die Situation spitzt sich jedoch zu, als der Räuber das Bargeld des Fahrers fordert. Get the out of here. You don't want to get shot. Come on, man. Give me that wallet. No. Stop playing before I hit you again. Give me that wallet. Trotz der unmittelbaren Gefahr bleibt der Fahrer unerschrocken. Er fragt ihn wagemutig, ob er es wagt zu schießen und fordert ihn auf, aus dem Auto auszusteigen. Das Blatt wendet sich und der Uber-Fahrer übernimmt die Kontrolle. Der Fahrer beschleunigt und hält den bewaffneten Räuber dabei fast gefangen. Der feige Gangster hat keine Chance gegen den unbeugsamen Willen unseres Uber-Helden. Am 2. Juli 2017 wurde dieses Video in Großbritannien aufgenommen und zeigt einen Vorfall, bei dem zwei Personen versuchten, einen Versicherungsbetrug zu begehen. Die Szene wurde von der Dashcam des potenziellen Opfers aufgezeichnet. Während die Frau auf einer ruhigen Vorortstraße fuhr, wurde sie von einem Mann konfrontiert, der plötzlich auf der linken Seite auftauchte und absichtlich eine Motorroller auf die Straße stellte, um ihren Weg zu blockieren. Anstatt vorwärts zu fahren, lenkte der Mann den Motorroller gewaltsam zurück und stieß ihn gegen die Front des Autos der Frau. Um sie weiter zu täuschen, warf er sich sogar auf die Motorhaube des Autos. Nur wenige Sekunden später zog der zweite Betrüger, der vorgab, ein Passant zu sein, sein Handy heraus und begann den Vorfall aufzuzeichnen. Als die Fahrerin aus ihrem Auto ausstieg, um die Täter zur Rede zu stellen, kam es zu einem hitzigen Streit, bei dem die beiden hartnäckig behaupteten, dass sie schuld sei. Doch alles änderte sich, als die Frau sagte, ich habe eine Kamera und auf ihre Dashcam zeigte. Als die Betrüger merkten, dass ihr Plan aufgeflogen war, ergriffen sie sofort die Flucht und verschwanden von der Straße. Dies veranlasste die Frau, die Polizei zu verständigen. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag in Pennsylvania, als Ralph Valletta einen scheinbar gewöhnlichen Fahrgast mitnahm. Doch was dann folgte, sollte den Lauf ihres Lebens für immer verändern. Der Fahrgast Victor Martinez Herrera drückte Ralph Valletta eine Pistole an den Kopf und verlangte sein Hab und Gut. Verzweifelt suchte Ralph Valletta nach irgendetwas, um seinen Entführer zu besänftigen, ohne zu ahnen, dass dies sein Leben für immer verändern würde. Ein Polizist direkt hinter ihnen spürte, dass etwas nicht stimmte und handelte instinktiv. Schnell stellte er den Angreifer zur Rede und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen. Das mutige Handeln des Sheriffs beendete den Horror des Angreifers. Der Taxifahrer wird Sheriff Elias Tapferkeit und schnellem Denken für immer dankbar sein. Er hat ihm an diesem Tag das Leben gerettet. In einer belebten Nacht, mitten auf einer Schnellstraße, erscheint eine absurde Szene vor unseren Augen, als jemand im Schatten der Nacht etwas wirklich Dummes tut.
Hinter dem Lieferwagen, der mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehr rast, sehen wir eine Person, die sich am Heck des wackeligen Fahrzeugs festhält. Auch wenn nicht klar ist, was genau die Person da macht, erzeugen die Geschwindigkeit und der Adrenalinrausch dieses Bildes eine große Spannung. Diese Dashcam-Aufnahmen wurden am 2. Juni 2022 gemacht. Es geschah in Australien. Der Fahrer dieses Fahrzeugs hatte sowohl eine nach vorne als auch eine nach hinten gerichtete Kamera. Gegen 17 Uhr fuhr der Fahrer an einer roten Ampel vor, um links abzubiegen. Auf der Heckkamera ist ein Mercedes zu sehen, der dicht auf ihn auffährt. Fast unmittelbar danach schwingt die Tür auf der Fahrerseite auf. Ein Mann steigt aus und läuft schnell auf das Fahrzeug zu, während er einen Metallgegenstand in der Hand hält. Glücklicherweise schaute der Fahrer zufällig in den Rückspiegel, als sich die Tür öffnete, sodass er genug Zeit hatte, zu reagieren. Er war gezwungen, von der Straße auf eine Wiese zu fahren und dabei drei vor ihm fahrende Autos zu überholen. Der Fahrer, der das Bildmaterial hochgeladen hat, weiß nicht, was der Mann wollte. Er erwähnte, dass es möglich sei, dass er den Mercedes früher auf der Straße abgeschnitten habe, ohne es zu wissen. Aber dafür gab es in den Aufnahmen keine Beweise. Er könnte versucht haben, den Fahrer auszurauben oder vielleicht sogar Schlimmeres. Am 25. Februar 2018 machte ein Taxifahrer aus Chicago eine erschütternde Erfahrung, die sein Leben nachhaltig beeinflussen sollte. So you got it? Now it's under your seat. Oh, it's my seat? Under your seat. You got it? No, I didn't. It's a card. We're gonna find it, man. Der Fahrgast behauptete in einem Moment der Ablenkung, er habe etwas auf dem Rücksitz des Taxis fallen lassen. Als er um einen kurzen Halt bat, hofften beide, den verlorenen Gegenstand wiederzufinden und ihre Fahrt ohne Zwischenfälle fortzusetzen. Doch als sie an Straßenrand anhielten, wurde aus einer einfachen Suche eine schockierende Enthüllung. Der Fahrgast verließ eilig den Ort und ließ den Taxifahrer für einen Moment verwirrt zurück. Erst nach einer Weile wird dem Taxifahrer etwas Beunruhigendes klar. Seine Brieftasche ist verschwunden. Er ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Verzweifelt und besorgt, sein hart verdientes Geld zu verlieren, ergreift er Maßnahmen und sucht Hilfe. Dieses Video wurde im Jahr 2021 in Südafrika aufgenommen. Ein Mann war auf dem Weg zur Arbeit, als er einen schockierenden Vorfall erlebte. Der mutige Fahrer wendete rasch sein Fahrzeug und wich den Männern, die ihm gefährlich nahe kamen und sogar sein Auto berührten, nur knapp aus. Trotz der knappen Situation gelang es dem Fahrer, geschickt zu manövrieren und zu entkommen. Aber die drei Männer verfolgten sein Auto weiter. Glücklicherweise konnte der Fahrer fliehen. Was diesen Vorfall noch beunruhigender macht, ist die Tatsache, dass er sich am helllichten Tag in Anwesenheit zahlreicher Menschen ereignete. Eine Dashcam zeichnete einen bemerkenswerten Vorfall auf, bei dem eine Frau nur knapp mehreren potenziell fatalen Unfällen entging. Die Frau beschleunigt, um das Auto auf ihrer Spur zu überholen, und überholt das Auto mit der Dashcam. Als sie jedoch versucht, auf die linke Spur zu wechseln, um den Wagen rechts von ihr zu überholen, verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau beschleunigt, um das Auto auf ihrer Spur zu überholen. Als sie jedoch versucht, auf die linke Spur zu wechseln, verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf der Gegenfahrbahn weicht nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Währenddessen behält der Fahrer, den sie überholen wollte, seine Geschwindigkeit bei und schafft es, ihr auszuweichen, als sie wieder nach rechts abbiegt und schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kommt. Einem Zeugen zufolge wurde das rücksichtslose Verhalten des Fahrers darauf zurückgeführt, dass er zu spät zur Arbeit kam. Nördlich von Toronto im Mai 2021. Die Aufnahmen der Dashcam zeigen ein Fahrzeug, das die Straße entlang fährt, als plötzlich ein Flugzeug direkt vor ihm vorbeifliegt.
Das Flugzeug verfehlte die Motorhaube des Fahrzeugs nur knapp und legte eine Bruchlandung hin, bei der es im hohen Gras auf der anderen Straßenseite landete. Das Flugzeug erlitt Schäden an der Flugzeugnase und den Seiten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen in dem Flugzeug, ein Fluglehrer und sein Schüler. Dabei handelt es sich um eine Schulungsübung, bei der man auf der Landebahn landet und abbremst, um unmittelbar danach wieder zu beschleunigen und erneut zu starten. Diese Übung dient im Wesentlichen dazu, mehrere Starts und Landungen in kurzer Zeit zu üben. Diesmal konnte das Flugzeug jedoch beim erneuten Startversuch nicht genügend Höhe gewinnen, sodass es über die Straße raste und abstürzte. Diese Dashcam-Aufnahmen wurden im Mai 2020 gemacht. Zu sehen ist ein Fahrzeug, das bei starkem Regen und starkem Wind die Straße entlang fährt. In der Gegend gab es in den letzten Wochen immer wieder Unwetter dieser Art. Während der Fahrer durchfährt, beginnen vor ihm Stromleitungen umzukippen. Eine von ihnen bricht um und reißt viele andere mit sich. Die Stromleitungen explodieren, als sie auf den nassen Boden aufschlagen. Kabel und Trümmer liegen auf dem Highway verstreut. Ein Mann auf einem Motorrad, der aus der Gegenrichtung kommt, hält an und rennt zu Fuß in ein Feld, um den Leitungen zu entkommen. Er fährt von der Straße auf einen nahegelegenen Feldweg, während in der Ferne noch immer Stromleitungen explodieren. Diese Aufnahmen wurden 2012 in der Slowakei gemacht. Eine Familie fuhr auf einer schmalen Landstraße, auf der die Bäume auf beiden Seiten dicht an dicht standen. Schließlich stoßen sie auf einen umgestürzten Baum, der die gesamte andere Straßenseite blockiert. Trotzdem fahren sie weiter, doch direkt vor ihnen passierte das. Als sie sich dem zweiten Baum nähern, ist direkt vor ihnen ein Knacken zu hören. Ein Baum stürzte um und löste einen Dominoeffekt aus, bei dem weitere Bäume umstürzten und immer näher an ihr Fahrzeug herankamen. Die Familie versucht rückwärts herauszufahren, aber die Bäume holen sie ein und fallen direkt auf ihr Auto, sodass sie eingeklemmt sind. In der Zwischenzeit stürzen noch mehr Bäume auf sie. Später stellt sich heraus, dass die umstürzenden Bäume das Ergebnis einer sogenannten Bodenstabilisierung sind, die durch übermäßige Regenmengen verursacht wurde. In den letzten 8 Tagen hatte es in dem Gebiet fast ununterbrochen geregnet. Das Wasser hatte den Boden aufgeweicht und den Boden locker gemacht, sodass die Bäume keinen festen Halt mehr hatten. Wenn also ein Baum umstürzte, reichte die geringe Kraft, die er auf die umliegenden Bäume ausübte, um diese mitzureißen. Das Fahrzeug wurde dabei eindeutig beschädigt. Es ist jedoch unklar, ob jemand im Inneren des Fahrzeugs bei dem Vorfall verletzt wurde.